Ja, servus die Marlon und grüß euch die Buben. Ja, wir sind einmal an der Donau herunten, einmal nicht im Dschungel. Ich möchte mit euch heute da so einen kleinen Spazierweg, so einen kleinen Treppeweg dann in der Donau gehen. War ich früher schon einmal. Dann schauen wir auf die Ruine Rötelstein, da haben wir einen schönen Ausblick auf die Donau. Aber jetzt würde ich sagen, wir zischen da einmal durch, da ist so ein Tunnel reingeschlagen worden in den Berg, da gehen wir durch zwei durch und ja, schauen wir, was wir alles machen. Ja, da könnten wir jetzt den Weg gehen, aber wir gehen wohl da durch. Sind auch nicht sehr warm, diese Tonnen. Ich kenne natürlich schon von früher. Da ist jetzt abgesperrt, da geht es so links ums Eck. Da kommt man dann da hinten raus. Da war ich früher auch drin. Hat man aber jetzt alles abgesperrt. Und zwar, wie man da vielleicht noch erkennen kann, da herum, das war mal eine Stellung damals, hat auf die Donau geschaut und hat natürlich verteidigt darunter. Da ist jetzt auch alles zugebaut worden, ist schon länger so, dass man da nicht mehr rein kann. Sieht man da auch noch die ganzen Stellungen vom Frühjahr. Ja, und da geht der Tunnel rein, der ist 20 Meter, länger ist der nicht. Wenn man schön erkennen kann, da haben wir die Stellung. Und da die Donau. Da drüben kann man noch den Einlauf erkennen. Das war ja dort, wo ich das Video gedreht habe von der Renaturierung. Video kann ich da hinten im Eck verlinken. Und auch da unten sieht man, bei den Schulterbänken, da ist auch was gemacht worden, aber das sehen wir dann eh noch näher. Da gehen wir eh vorbei. Schaut es überall so richtig verwunschen aus. Märchenwald quasi. Finden wir immer wieder so Bandeln da mit schönen Aussichtspunkten. Perfekt, schön. Ja, da sieht man direkt hier auf den Einlauf von der Renaturierung. Kannst du von da nicht erkennen, aber da vorne ist ein Verkehrszeichen, ist wahrscheinlich für Bootfahrer, also für Motorboot verboten zum Zubefahren. Ja, da liegen natürlich auch Riesen. Da war schon so ein kleiner Überlauf. Ein richtiges Biotop. Das ist nicht einfach nur super. Extrem geil. Der Weg schlängelt sich da super schön durch. Wenn man sehen kann, so hinter mir ein wunderschöner Weg. Echt super. Diese Eva da schön über den Staat rüber wächst. Also so ein kleiner Unterstand quasi. Herrlich. Märchenlandschaft. Die Holunderblüten werden auch schon super. Schauen wir da mal ein Stückchen her.
Ja, eigentlich wollte ich mich da hinter auf ein Bangerl setzen und einen Kaffee machen. Und eine Kleinigkeit essen, aber das ist hinderlich. Da ist mir zu viel los. Schauen wir weiter drauf. Alter, ein richtiger Dschungel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da oben noch irgendwelche Stellungen versteckt sind, die was ich noch gar nicht kenne. Aber es ist auch natürlich sehr schwer, das zum Begehen. So, da sind wir jetzt bei der Burgruine Rüttelstein. Und ich denke, die schauen wir sich rund um sich an. Ja, ich finde das Verbotsschild eigentlich super, dass da nicht wirklich alle durchgehen. Hier lebe ich, ja, Eidechsen und Schlangen, alles gibt's da. Und auch dort. Schauen wir mal zur Mauer, vielleicht sehen wir sie auch nicht, was gerade sind. Ja, da herunter habe ich jetzt nicht wirklich was entdecken können. Aber ich glaube, wir schauen sie jetzt einmal die Ruinen hier an. Man, viel sieht man nicht mehr, aber einen schönen Ausblick haben wir von oben. Ja, und auch da wird überall gewarnt, soll ich halt nur auf die dafür gesehenen Wege gehen, verstehe ich auch ganz. Smaragdeichdechsel, Würfelnatter, Eskulatnatter. Ja, selbst unter der Woche ist man nicht allein, da sind Leute. Dafür schaue ich dann ein bisschen um. Da haben wir auch noch eine schöne Aussicht. Ja, jetzt haben sie sich da entschieden und sind gegangen, das taugt mir natürlich. Ich bin sowieso lieber allein da. Der eine dürfte ein Ranger gewesen sein von Donauern. Ich glaube, den kenne ich von früher. Die machen da auch so Führungen. Sogar möglich, dass da ein Seeadler zuerst war. Weil er hat zuerst irgendwem was gezeigt, aber das habe ich leider spät mitgekriegt. Kleiner Schwenk um. Ja, schade, dass wir es heute so bewölkt haben. Fuhr mir da gar mehr die Sonne raus, aber ist halt so. Kann man nicht ändern. Ja, da sind auch ein paar Dolphin. Ich werde euch da mal ein paar Büdel machen und blende euch die gleich mal ein. Ja, Freunde, ich werde aber jetzt runtergehen, da ist es nicht so windig, da setze ich mich dann hin, mache mir meinen Kaffee und eine Kleinigkeit zum Essen. Da windelt es da, war zwar schön, aber es ist ein bisschen windig und kühl. Geh mal runter. So, jetzt bin ich hier unten. Und ich nehme das Platzl. Da ist windstill. Heute habe ich mal wieder ein Gel dabei. Allem besser, das muss reichen. Wir haben jetzt da eins ist schon. Und ja, die reichen wir heute. Na, so lasst es ja aushalten. Kaffee ist gleich fertig. Perfekt. Ja, aber trotz allem. Meine Krankensaison, der beste Gruß an euch, wieder gesund werden und an alle Gesunden. Werdet mir nicht krank. So, ich werde jetzt noch ein paar verzwicken und dann gehen wir weiter. So, haben wir das hinter uns. Alles erledigt. Und schau ich da mal ein Stückchen 4, da ist ein kleines Kraterl, ein Materl, das schaue ich, ob das noch da ist. Das zeige ich euch noch und dann gehen wir da hinter mir rauf und ein bisschen weiter oben und wieder zurück. Ist da noch da, haben sie so schön eingebaut mit Steinen. Schön gemacht. Ja, Freunde. Das
das war's. Und wir gehen jetzt wieder zurück und gehen auf den oberen Weg wieder retour zum Ausgangspunkt. So, wir sind vom Hauptweg wieder weggegangen. Bin da wieder auf so einem kleinen Single Trail quasi. Und da geht es jetzt wieder Richtung näher zur Donau. Ja, wie gesagt, dieser Single Trail schlängelt sich da schon durch. Ja, zum Glück sind ja nicht so viele Leute unterwegs. Wir haben jetzt zum Glück unter der Woche, weil am Wochenende kannst du das vergessen, du bist da drin. Da ist natürlich die Hölle los. Da drüben auch, also in den Wald war ich eher drin. Schwammerlzeit. Da haben wir wieder ein bisschen einen Ausblick. Und wenn ihr die Bahn da unten seht, da unten sind wir zuerst entlang gegangen. Also ein paar Höhenmeter sind wir jetzt weiter. Oh, da war es jetzt sogar ein bisschen flach. Das war natürlich auch geil für so eine Übernachtung. Weiter geht's den Singletrail. Ja, schön langsam haben wir ein paar Höhenmeter verloren, sind immer weiter runtergekommen. Und ja, jetzt sind wir dann gleich auf der Aussichtsposition vorhin, wo wir dann ein bisschen mehr sehen werden. Ja. Heimburg, mein Hausbergerl da drüben, die Donau, wunderschön. Ein kleines Röschen, auch schön. Jetzt die letzten Windungen nach unten und dann sind wir da. Jo Freunde, das war's. Ich bin in 10 Minuten beim Auto. Das braucht es dann nicht mehr. Das ist der letzte Abgang, dann sind wir wieder neben der Donau. Ich hoffe, das war einmal was anderes, nicht immer nur Dschungel. Habe ich einmal ein bisschen andere Gegend gezeigt. Und ja. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Marlen und pfiat euch die Buben.